So, was war denn der Plan? Die Krönung, genau, wir waren zurückgegangen. Wollten uns jetzt krönen lassen. Was Neues? Was auch nicht. Machen wir erstmal die Krönung. Mysteriöser Schrein. Da haben wir Zweifel an diesen komischen Dingern. Mann, der andere da. Na gut, lassen wir uns krönen. Auf hier hin. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel bis. Also offenes Ende hat, so, ob man danach weitermachen kann. Na los. Boah, sieht aus wie so eine kleine Spielzeugstadt. Hier machen wir mal in den Thron. Kann man hier anklicken, ne? Gehen wir erstmal zum Hauptplatz. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch zählt als Stadt betreten oder nicht. Das wollen wir dann sehen. Sieht mir nicht so mal Lichter. I won't be halted. So, hier ist euer zukünftiger König. Verneig dich. Gerade sagen. Müll. Automatisch. Plus 2. Der Name, der nicht. Also das kann weg. Der nicht. Das nicht, obwohl die beide ziemlich nutzlos sind. Und das haben wir auch mal brauchen. Können wir das immer noch hier wegholen? Ja, ich habe ausgemacht. So. Okay. Wie aus die sehen? Haben die sich auch verändert alle? Oh, voll die Rüstung. Das sind jetzt Barbaren hier im Dorf. Die hatten wir vorher nicht. We do it my way. Okay. Euer Gnaden, ja, mal hin. Ausgeholt sind wir. Nicht überladen. Oh, jetzt geht's los. Alarm hin. Your Grace, I just realized that I won't be calling you that much longer. I just wanted to tell you that everything is ready for the celebration. Your guests have arrived, the capital is fully decorated for the festivities, and the people can't wait for you to make your entrance. Euer Gnaden, ha, mir ist gerade eingefallen, dass ich euch so nicht mehr lange nennen werde. Ich wollte euch nur sagen, dass alles für den Festakt bereit ist. Eure Gäste sind eingetroffen, die Hauptstadt ist festlich geschmückt und das Volk kann es kaum erwarten, dass ihr euch ihm zeigt. Alright then. Now we can definitely start celebrating. It's just so incredible. I'm so excited. A new kingdom is about to appear. Right here, before my very eyes. It's
long overdue, if you ask me. My Book of Our Adventures is desperately lacking in episodes where the heroes are properly rewarded. Dann können die Feierlichkeiten also beginnen. Das ist einfach unglaublich. Ich bin ja so aufgeregt. Ein neues Königreich entsteht. Hier und jetzt. Vor meinen Augen. Das war längst überfällig, wenn ihr mich fragt. Mein Buch über unsere Abenteuer braucht dringend einige Kapitel, in denen die Helden gebührend belohnt werden. Shush, girl. Stop babbling, would you? You've been hammering our ears for long enough. It's time to let others speak. Jod. Könnt ihr bitte den Mund halten, Mädchen? Ihr habt uns lange genug, ihr habt nun lange genug geplappert. Ja, stimmt. Lasst die anderen auch etwas sagen. Well, I didn't expect to live long enough to witness this. The stolen lands have finally gained a proper king. Now, after the other monarchs have recognized you, no one will challenge your right to the throne. Tja, Zage, ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch erlebe. Endlich haben die Raublande einen rechtmäßigen König. Nun, da euch die anderen Monarchen anerkannt haben, wird euch niemand mehr den Thron streitig machen. May Orastil guard your kingdom. Rule wisely. Don't be too harsh to your people without reason. And remain on friendly terms with your neighbors. That won't work with all of them, unfortunately. May demons take the cursed Iroveti. But if someone offers you a hand, don't reject it. All right, that's enough idle talk. I see Lindsay here is getting antsy. Möge Rastel über euer Königreich wachen. Herrscht weise, seid nicht unnötig streng zu euren Untertanen und pflegt freundliche Beziehungen zu euren Nachbarn. Das wird natürlich nicht mit allen funktionieren. Möge dieser verfluchte Iroveti von Dämonen verschlungen werden. Aber wenn euch jemand die Hand reicht, weist sie nicht zurück. Aber nun habe ich genug geplaudert. Lindsay ist schon ganz zappelig. Okay. Our esteemed guests, Jamandi Aldori and Natala Sertova, would like to speak with you before you greet the crowd. Have a nice conversation. Meanwhile, I must go and prepare for the ceremony. The coronation will commence as soon as you arrive at the square. Okay, unsere geschätzten Gäste Jamandi Aldori und Natala Sertova würden gerne mit euch reden, ehe ihr die Menge begrüßt. Unterhaltet euch in Ruhe mit ihnen. Ich bereite einstweilen alles für die Zeremonie vor. Die Krönung beginnt, sobald ihr auf dem Platz eintrefft. Okay. You have achieved what you wanted. Your kingdom will be our common ally and a guarantor of future peace. It's an unusual twist. But it's not the first unusual thing to happen since your appearance in Bravois political arena. Jamandi Aldori und Natalie Sotova waren eine recht respektvolle Distanz zueinander. Schließlich räuspert sich Jamandi. Also Zage, ihr habt erreicht, was ihr wolltet. Euer Königreich wird unser gemeinsamer Verbündeter und ein Garant für zukünftigen Frieden sein. Das ist irgendwie so eine, weil wir was gemacht haben. Du hast darauf bestanden, dass die Aldori und Sotovas die Kämpfe und jegliche Intrigen gegeneinander einstellen. Weil da haben wir Einfluss genommen. Ne? Auf das Spiel. Immer wenn es so blau ist. Das ist zwar eine ungewöhnliche Wendung, aber seit ihr die politische Bühne von Brevoy betreten habt, sind einige ungewöhnliche Dinge passiert. Sometimes it's better to set aside needless scruples and concentrate on building a better future for your subjects. I know not what this will come to in the end, but let us try. We may never have another mediator like you. Natala Sotova. Natala seufzt leise. Manchmal ist es besser, unnötige Bedenken zurückzustellen und sich auf die Schaffung einer besseren Zukunft für seine Untertanen zu konzentrieren. Ich weiß zwar nicht, wie das Ganze enden wird, aber lasst es uns versuchen. Einen Vermittler wie euch bekommen wir vielleicht nie wieder. Believe it or not, I agree. You've become a symbol of great change. And you shall make a fine king. Jamandi schüttelt grinsend den Kopf. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich sehe das ähnlich. Ihr seid ein Symbol der Veränderung, Zage, und ihr werdet ein guter König sein. Chandra Mervais will help you with that. She may return to your service. Don't say no to her wisdom. The crown on your head will triple your responsibilities she can help you with.
Ach ja, die würde ich gerne wieder haben. Chandra Marvey wird euch dabei helfen. Sie kann in eurem Dienst zurückkehren, sage. Lehnt ihre Weisheit nicht ab. Die Krone auf eurem wird eure Pflichten und eure Verantwortung verdreifachen. Und Chandra wird euch immens helfen. Okay. Das wäre nicht nett, ne? Wird sich dadurch irgendetwas ändern? Ich werde weiterhin gegen Banditen kämpfen und Monster töten, um mein Land vom Weiß der Dämonen welche Gefahren zu beschützen. Ja. Ah, die Krönung ist nur eine alberne Formalität. Honesty is one virtue the Sword Lords have always appreciated. Nevertheless, you've chosen your own fate. It's too late to reject it now, so just try to relax and enjoy it. Jamandi lacht auf. Ehrlichkeit ist eine Tugend, die die Schwertfürsten schon immer geschätzt haben. Nichtsdestotrotz habe ich euer Schicksal selbst gewählt. Zum Umkehren ist es jetzt zu spät, aber versucht euch zu entspannen und genießt es. Our states are related, today and for years to come. I support your ascent to the throne, but you must understand that this imposes upon you some obligations as well. Duh. Think carefully before you answer. Your words will define how close our states become in the future. Unsere Staaten sind verbunden, heute und auch in Zukunft. Ich unterstütze eure Thronbesteigung, aber euch muss klar sein, dass damit auch gewisse Pflichten verbunden sind. Überlegt euch eure Antworten gut. Eure Worte entscheiden, wie eng unsere Staaten künftig verbunden sein werden. Ja, ich habe versprochen, inzwischen den Sotovas und den Aldori zu vermitteln und ich werde mein Wort halten. Ich habe viele Ideen, wie wir unsere Allianz stärken können, aber darüber hinaus können wir uns später unterhalten. Of course, we'll need to settle certain details, but this is something our advisors can attend to. So, this is really happening. House Sortova is forging a pact with the Sword Lords. Who could ever have imagined? Natürlich müssen wir noch einige Details klären, aber damit können sich unsere Berater befassen. Natala nickt nachdenklich mit dem Kopf. Dann passiert es also wirklich. Das Haus Sortova schließt einen Pakt mit den Schwertfürsten. Wer hätte das gedacht? We are decided then. We have lingered too long already. Your people await you outside, Your Highness. It's time you emerge and greet your subjects. Dann ist die Entscheidung gefallen. Wir haben schon zu lange getrödelt. Euer Volk erwartet euch, Eure Hoheit. Es wird Zeit, eure Untertanen zu begrüßen. Okay, Chandra ist zurück. Ich suche nach neuen Beratern, die mich bei der Leitung des Landes unterstützen. Werdet ihr bereit, eine solche Position zu übernehmen? Schön euch zu sehen, Baron, sagt sie noch. Das war mein ganzes Leben lang. Das kennen wir schon, danke. Gut. Der hat nichts. Oh, ich bin so aufgeregt. Ihr seid nicht glücklich darüber, eure Verwandten zu sehen, nicht wahr? Aber spielt nachdenklich mit Bart herum. Nun, ich hege keinen Groll gegen das gesamte Zwergenvolk im Brevant. Brevol, die Flusskönigreich in den gestohlenen Landen. Dort freue ich mich immer, einem von uns zu begegnen. Verbannte wie ich oder jene, die ihre Heimat auf der Suche nach einem besseren Leben freiwillig verlassen haben. Auch jene, die hier geboren wurden und die Berge nie gesehen haben. Gegen sie alle habe ich nichts. Aber die Skagge, wisst ihr, Zage, sie sind nicht nur Zwerge, sie sind Gesandte aus meiner Heimat, Gesandte von Thorak.
wie alle, die mich verstoßen und ausgelacht haben, wie alle, die ich zurückließ. Sie alle sind zurückgekommen, um mich zu quälen. Sie tragen den Geist des Fluchtkönigsgebirges in sich. Ein Geist, der mir mehr Übelkeit bereitet als der Gestank einer Leiche. Oh, okay. Vielleicht sollten wir die Skagge in ihr Gebirge zurücktreiben. Nicht. Ich würde nur zu gerne sehen, wie sie diese selbstgerechten Skagge unter der Führung von Thorax Diener selbst ein Grab schaufeln und sich darin betten. Vermutlich ist das gehässig von mir. Welchen Unterschied macht es, wer früher und wer später oder wer später stirbt? Du uns doch alle dasselbe Ende erwartet. Aber bitte gewährt mir dieses kleine Vergnügen. Ihr habt also die göttliche Gabe der Berührung des Vernichters. Ich habe noch nie von so etwas gehört. Ihr habt aber mit eigenen Augen gesehen, was geschehen ist. Die Worte des Paladins klangen wahr. Aber das mag, was mag das für mich bedeuten? Wer hat mir diese Gabe geschenkt? Thorak oder Grotus? Und zu welchem Zweck? Was soll ich damit anfangen? Unzählige Fragen schießen mir durch den Kopf wieder und wieder. Es ist alles so verwirrend, so eigenartig und unbegreiflich. Harims Stimme wird zu einem kaum verständlichen Murmeln. Okay. Danke. Amiri? Das hatten wir alles schon, ne? Ja. Ciao. Ja, wo ist es? Können wir später nochmal mit dem rein. I won't be halted. Jetzt geht's ab. Warte mal, das kann ich ablegen. Nee, nicht die Porsche. Brauche ich vielleicht noch. So. What took you so long? Lindsay Everybody hüpft. Has been waiting for you. Hurry up. Lindsay hüpft beinahe vor Aufregung und hält ihr eine Schriftrolle mit feierlichen Schwüren in den Händen. Warum, wo bleibt ihr denn? Alle warten schon auf euch. Beeilt euch. Knock knock. Knock knock und liegt Lindsay. I've searched all the books, but I couldn't find anything that resembled a coronation protocol for the stolen lands. So, I took the liberty of penning the program myself. Don't worry, I did the very best I could. Sie zeigt ihr stolz die vollgeschriebene Pergamentrolle. Ich habe sämtliche Bücher gewälzt, aber nicht den geringsten Hinweis auf irgendein Krönungsprotokoll in den Raublanden gefunden. Also war ich so frei, das Programm selbst zu verfassen. Keine Sorge, ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Lindsay räuspert sich und wendet sich an die Menge. Citizens of the kingdom, ladies and gentlemen, it is with great excitement and indescribable awe that I, Lindsay, official chronicler of the hero who stands beside me, hereby declare the beginning of a sacred ceremony, the coronation of the first legitimate ruler in the history of the Stolen Lands. By the power of the representatives of the other royal houses who recognize him as their equal, and according to the will of the people who accepted him, he now ascends the throne, which has been waiting empty for so long, for such a worthy ruler. Oh, Bürger des Königreichs, Damen und Herren, mit großer Begeisterung und unbeschreiblicher Hochachtung erkläre ich, Lindsay, die offizielle Chronistin des Helden, der hier neben mir steht, hier mit dem Beginn einer heiligen Zeremonie, der Krönung des ersten legitimen Herrschers der Raublande. Im Namen aller Vertreter der anderen königlichen Häuser
die ihn als gleichgestellt anerkennen und gemäß des Willens des Volkes, das seine Herrschaft akzeptiert hat, besteigt er nun den Thron, der so lange auf einen würdigen Herrscher gewartet hat. My fellow citizens, I hereby introduce your king and your undisputed leader. Now he stands before you, ready to accept your will. Everyone who has gathered here, are you ready to swear fealty to your new ruler? Meine lieben Mitbürger, ich stelle euch hiermit Zage, euren König und euren unumstrittenen Herrscher vor. Endlich steht er vor euch und ist bereit, sich eurem Willen zu beugen. Alle, die sich hier und heute versammelt haben, seid ihr willens, eurem neuen Herrscher die Treue zu schwören. Jawohl. I swear. Ich schwöre. Erastil, save the king! Jawohl. Hail to the king! We pledge our loyalty! Long live the king! Oh, Valerie, hui. So it is decided. And now... It's your turn, Your Highness. Into your hands we commend our lives and humbly request you address the fate that awaits for us under your rule. Please now answer. Dann ist es beschlossen. Und nun, Lindsay wendet sich dir zu. Nun seid ihr an der Reihe, Eure Hoheit. Die Badin räuspert sich und verkündet mit feierlicher Stimme: Wir legen unser aller Leben in eure Hände und bitten euch demütig, das Schicksal zu formen, das uns unter eurer Herrschaft erwartet. Bitte antwortet jetzt. How do you intend to rule this land and its people? With benevolence and care for those who suffer? Or with strength and severity for the unworthy? Wie wollt ihr über dieses Land und seine Bewohner herrschen? Mit Wohlwollen und Gnade? Für all jene, die leiden, oder mit Stärke und Härte gegenüber den Unwillwürdigen. Hm. Das ist alles so böse Dinger. Das klingt ganz cool. Ich werde zu allen gnädig sein, die es verdienen. Obwohl, das passt auf. Vielleicht mit Güte, möglicherweise aber auch streng. Wir werden sehen. Ich bleib da. Vielleicht mit Güte, möglicherweise auch streng. Wir werden sehen. Will you honor the old ways and traditions, which spread through these lands long before your time? And will you abide its laws, which all accept? Werdet ihr die alten Bräuche und Traditionen ehren, die in diesem Land schon lange vor eurer Zeit galten? Und werdet ihr seine Gesetzen folgen, die alle akzeptieren? Hm. Na, das ist bekloppt. Nur wenn es weise ist und unseren höheren Zielen dient, nur dann werden wir den Gesetzen folgen. And finally, what will be the motto under which you shall rule? Proclaim it now for us to witness, and we shall etch this solemn moment into our hearts. Und schließlich, was wird das Motto eurer Herrschaft sein? Verkündet es nun, auf dass wir diesen feierlichen Augenblick auf ewig in unseren Herzen tragen mögen. Lang lebe der König? Nein, der Wille des Königs bestimmt die Zukunft. Na. Wahrheit und Mäßigung, Gnade und Recht, Hoffnung, Triumph. Der Wille des Königs bestimmt die Zukunft. Der Wille des Königs bestimmt die Zukunft. Well now.
Esteemed gentlemen, fair ladies, the ceremony is complete. And now, the long-awaited moment has arrived. Lindsay wirft einen flüchtigen Blick auf die letzten Zeilen ihres Manuskripts. Also schön, Lindsay räuspert sich und wendet sich an die Menge. Hochgeschätzte Herren, werte Damen, die Zeremonie ist abgeschlossen und der lang ersehnte Augenblick gekommen. Let us bow together and witness this solemn moment, the crown. Lass uns nun Zeugen dieser feierlichen Stunde werden, die Krone. Oh, cool, ich knie sogar vor Lindsay. Muss ich mir ganz schön bücken. Speech, Your Highness. According to tradition, we need a speech. Oh Gott, wie aus ich sehe. Komm mal, die Wolke weg da, ich brauche Licht. Yeah. Lindsay flüstert dir eindringlich zu. Eine Rede, eure Hoheit. Gemäß den Traditionen brauchen wir jetzt eine Rede. Das reicht für heute, Lindsay. Die Leute wollen keinen Hochtrag. Schön, ich werde sprechen. Ladies and gentlemen, His Highness wishes to give a speech. Meine Damen und Herren, seine Hoheit wünscht, eine Rede zu halten. Sie ist froh. Du trittst nach vorne, die zahllosen Gesichter in der Menge, die eben noch lautstark geredet haben, verstummen und alle Blicke richten sich auf dich. Brüder und Schwestern, die Essenz der Raublande ist die Freiheit. Fortan werden die Mächtigen nicht mehr über die Schwachen gebieten. Ich schwöre, eure Freiheit bis zum letzten Atemzug zu verteidigen. Raublande endlich recht. Nein, meine geschätzten Untertanen, ich habe einen Traum. Ich will all jenen Frieden. Nein, hört mich an, meine Untertanen. Von diesem Tag an bin ich euer Herr und Meister. Mein Wort ist Gesetz und mein williger Befehl. Jedes deiner Worte scheint wie ein schwerer Stein auf die Menge zu fallen. So furchteinflößend ist die Macht deiner Stimme, die auf dem Platz versammelten Leute wirken angesichts des Bildes, das du zeichnest, verängstigt und niemand wagt es, sich zu bewegen, um nicht deinen Zorn zu erregen. Na, vergesst nicht, dass ihr jetzt mir gehört. Ihr solltet also besser beten, dass ich jeden Morgen gut gelaunt erwache. Und ihr müsst tatenlos zusehen, wie ich aus purem Vergnügen eure Häuser niederbrenne und eure Familien hinrichten lasse. Hä? Ja, machen den. Vergesst nicht, dass... Aber ich habe keine Lust auf Gesetze. Vergesst nicht, dass ihr jetzt mir gehört. Ihr solltet also besser beten, dass ich jeden Morgen gut gelaunt erwache und ihr müsst tatenlos zusehen, wie ich aus purem Vergnügen eure Häuser niederbrenne und eure Familie hinrichten lasse. Aha. Du hörst einige Schmerzensschreie und irgendjemand ergreift panisch die Flucht. Die gesamte Menge weicht verängstigt einige Schritte zurück, während sich hunderte von Köpfen vor dir verneigen, um ihr Schicksal demütig anzunehmen. My goodness, Your Highness. I always knew you were a man of many talents, but your gift of eloquence is without equal. The King has spoken. Hail to the King! Meine Güte, eure Hoheit. Ich wusste immer, dass ihr ein Mann mit vielen Talenten. Ihr seid ein Mann mit vielen Talenten, aber eure Beredsamkeit ist einzigartig. Die Bardin wendet sich an die Menge und ruft so laut sie kann: Der König hat gesprochen, lang lebe der König. Hail to the King! Good. Let His Highness's name be praised throughout the century. These are the words of a true leader. All hail! Oh ja, er ist auch meiner. Das sind die Worte eines wahren Anführers. Always knew he will make a good king. Now I am not ashamed to keep him in my hero party. Ich wusste immer, er würde einen guten König abgeben. Jetzt schäme ich mich nicht, ihn in meiner Heldengruppe zu behalten. Ja, in seiner. Listen to me. By His Highness's declaration, the celebration has begun. We've heard enough speeches.
Now let us enjoy the feast and raise a toast to the health of our king. Hört mich an, Kraftbekanntgabe durch seine Hoheit beginnen hiermit die Feierlichkeiten. Wir haben genug Reden gehört, lasst uns nun feiern und auf die Gesundheit des Königs trinken. Nü, wo will er hin? This was a true triumph. Forget some simple barony. Our ruler now wore the crown of a monarch. The time had come for royal feats and equally royal dangers. Okay, das war ein wahrer Triumph. Was ist schon eine einfache Baronie? Unser Herrscher trug nun die Krone eines Monarchen. Die Zeit für königliche Heldentaten war gekommen und für ebenso königliche Gefahren. I won't be halted. Und dein Baronie hat sich zu einem unabhängigen Königreich entwickelt. Deine Werte können nun über Rang 6 hinausgehen und das gesamte Einkommen des Königreichs bleibt in deiner Schatzkammer. Du erhältst allerdings keine finanzielle Unterstützung von deinen Schutzpatronen in Brevoy mehr. Was habe ich für einen Hut auf? Wo ist mein Alter? Oh Gott, der ist noch da. Machten die? Dieser königliche Kopfschutz gewährt seinem Träger eine Verbesserung von plus 6 auf Charisma, Intelligenz und Weisheit. Oh. Von plus 2 auf Rettungswürfe gegen Zwangeffekte. Der ist cool. Oh, wobei der ist er. Plus 4 auf alle Geistigen. Vermute. 6 auf Weisheit. So. Er braucht von uns Weisheit. Der hat Intelligenz. Er braucht, glaube ich, Weisheit. Oh mein Gott. Ich bin König. Oh, gut, dann trage ich auch meine Krone. Und jetzt? Feiert denn hier einer? Onwards! Und wie läuft? Nein. Nein, oh, geh weg. I won't be halted. Da ist er ja. Hey, Häuptlinger, Miri grinst sich breit an. Was habt ihr im Sinn? Nichts. Hat sich nichts geändert. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Oh, ja, ich hatte recht damit, dass Petax voller schamloser Füchse ist. Die sind nur wie normale Leute, die sich nur wie normale Leute kleiden. In letzter Zeit gibt es hier so viele Petaxianer,
mehr als Mücken im Frühling und sie stecken ihre Nase überall rein. Aha. Nichts. Seit sie eure Krieger gesehen haben, gibt es unter den Einheimischen eine Redewendung. Früher hieß es reit wie eine Straße oder breit wie ein Fluss. Und nun heißt es breit wie Amiris Schwert. Schon letzten Monat. Wieder einmal über diesen Turm im Kerzenmeer eure Daumen, eure durchlaucht. Ein Fischer hat auf der Insel Monster gesehen. Möge Kaiden verhüten, dass sie uns erneut Probleme bereiten. Ihr wisst, es gibt üble Leute und üble Orte und das Böse, die das Böse einfach nicht loslässt. Und nochmal, sämtliche Einheimischen werden von einer Frage umgetrieben. Wird Lady Lindsay sie in ihrem Buch erwähnen? Okay, mir persönlich würde ja schon eine Zeile reichen, obwohl eine Seite natürlich noch besser wäre. Nicht wirklich. Okay. Vor allem über die Flüchtlinge, die aus der Gegend um Restoff zu uns strömen. Diese armen Seelen, sie sagen, eine ganze Horde Barbaren würde sie angreifen. Früher waren die Bewohner der Raublande diejenigen, die zu bedauernd waren. Und jetzt fliehen andere zu uns, um euren Schutz zu suchen, Baron. Ah, interessant. Worüber reden die Leute? Es gibt nichts Neues. Es heißt Anamende, Balaral, irgendwas, die Badender, wäre hier, um in der Baronie aufzutreten. Sie ist eine berühmte Badin, die nicht umsonst als Pitax Stolz bezeichnet wird. Ich brenne darauf, sie singen zu hören, obwohl König Irovettis Untertan, ehrlich gesagt, viel zu große Ähnlichkeit mit Füchsen haben. Noch mal irgendwas? Nix. Jetzt was Neues. Nix. Bitte erzählt mir. Eine Dorfbewohnerin hat ihre neugeborene Tochter Octavia genannt. Hui, nach eurer Gefährtin. Sie sagt, Lady Octavia wäre so freundlich und sie wolle, dass ihre Tochter zu einer ebensolchen Frau heranwächst. So weit, so gut. Aber ihre Nachbarin hat ihre Katze ebenfalls Octavia genannt. Sie sagt, als sie das Funkeln in den Augen des Tieres gesehen hat, hätte sie das an die Magierin erinnert. Okay. Nochmal. Gibt absolut nichts. Nix. Ja. Zeig mal deine Köstlichkeiten. Ja. Aber 5. Müll? Nein. We do it, ja, da wird ja Saal da oben auch nichts haben, oder? Oh, die saß hier. Ne. Ne. Nichts verändert. Mal gucken, was hier neu ist. Ob, wenn falls hier was neu ist, da jetzt haben wir eine Baronie, ein Königreich sind. Ja, ich glaube, da kommt nichts mehr. Ich muss noch kurz diesen ollen Stirnreif verkaufen. Oh, guck, meine Krone ist weg. Das ist ganz gut. Also, wegen der Aussehen, ne? Trotzdem habe ich Charisma und alles. Und hier haben wir den Gürtel der Körperform.
Boah, voll die Mega-Werte. Was sagen die denn jetzt? Eure Hoheit oder Gnaden? Das weiß ich nicht. Warum? Ich glaube, bestimmt irgendein Ereignis. Nö, nix. Okay, der hat aber was zu sagen, oder? Bringe einige Relikte. Kailin Stammesfetisch. Die Geschichtenerzähler legt sanft einen Finger auf die Klauen und Zähne, die den Fetisch formen, als wolle er ihre Schärfe prüfen. Dies ist eine Schöpfung von jenen, die mit den Tieren sprechen und ihre Geschichten hören können. Wir sind, obwohl so stolz auf unsere sogenannte Zivilisation, längst taub geworden für diese Sprache. Nur Gegenstände wie dieser bringen uns Echos davon zurück. Falls ihr nichts dagegen habt, würde ich ihn gerne von euch kaufen. Ja. Himmelsmetallzahnrad, das war auch neu. Die Finger des Geschichtenerzählers streichen über das glatte Metall. Bevor ich mein Augenlicht verloren habe, musste ich immer weinen, wenn ich zum Himmel emporblickte. So viele Welten und alle so weit entfernt, unerreichbar, unvorstellbar. Und jetzt halte ich einen Gegenstand in meinen Händen, der von Bewohnern jener fernen Sterne hergestellt wurde. Er beweist, dass wir eines Tages vielleicht Gelegenheit haben werden, sie kennenzulernen. Und mit allen Vor- und Nachteilen. Bitte lasst mich ihn euch abkaufen. Ja. Luft ist so frisch, bla bla bla. Werkzeugklinge, finde alle Gegenstände, ja weiß ich. Müssen wir. Okay. Scheint echt keiner was Neues zu haben. Ah, nix. Sag hier nicht, dass sie hübsch ist. Lindsay, alles fit? Nö. Ja, beziehungsweise Sandra. Da müssen wir jetzt Folgendes machen. Jetzt müssen wir wieder umbauen. Und zwar müssen wir die Chandra wieder. Die will ich wieder einbauen. So, die Zeit ist gekommen, Herrscher der Raublande zu krönen. Zage ist jetzt König der Raublande. Tada. So, Ratgebers. Wo ist sie denn? Die ist gar nicht hier, die Chandra. Megumban kann nur das. Ihn würde ich ja wieder als Marschall einsetzen, aber ich finde Kästen so cool, weil er untot ist. Als Joker. Bartholomäus ist auch viel besser als Megan Warren und der kann nur das. Und Valerie ist viel zu rechtschaffen für uns. Da habe ich lieber zwei Chaoten. So, Regiona, was haben wir? Handel mit Restorf. Unsere guten Beziehungen mit Aldori ermöglichen es uns, den Handel mit Restorf zu günstigeren Bedingungen zu bringen. Effekt: Jede Region an der brevanischen Grenze mit einer nicht-militärischen Ausbesserung liefert ein wöchentliches Einkommen von 2 Güten. Warte mal, ich fang mal hinten an. Forschung Amag, das läuft noch. Das sind meine ganzen A-Mark-Dinger. Verbesserte Grenzkontrolle. Wir haben gute Beziehungen mit Sotova und Aldori aufrechterhalten und nun können wir Nutzen aus dieser Partnerschaft ziehen. Effekt gewährt einen Bonus von +2 zur Beseitigung aller Situationen, die in Regionen an der brevanischen Grenze entstehen. Verbessert Beziehungen um 10.
diplomatisch, ne? Was? Strategische Partnerschaft mit Brevoy. Da das Königreich nur mächtig und wohlhabend ist, können wir mit Brevoy eine strategische Partnerschaft besprechen. Effekt erhöht Wirtschaft und Beziehungen um 7 und liefert ein wöchentliches Einkommen von 1 BP. Ja, Einkommen hier. Komm, Bartholomäus. Besserer Handel mit Neustädtwen. Unsere Allianz mit dem Haus Sotova ermöglicht es uns, Handel mit Neustädtwen zu günstigeren Bedingungen zu führen. Erhöht Einkommen. Ja, auch da. Starten. Aldori Kampfschule. Tamandi Aldori ist begierig darauf, als Zeichen der Unterstützung und Freundschaft Schwertfürsten mit Mentoren in euer Land zu senden. Effekt: alle Militärakademien im Königreich gewähren einen zusätzlichen Bonus von plus 3 auf Treue und plus 2 auf Standfestigkeit und Militär. Alle Schwertfürstenakademien im Königreich gewähren einen zusätzlichen Bonus von plus 3 auf Treue, Gemeinschaft, Militär, Standfestigkeit. Ich habe keine Schwertfürstenakademie gemacht. Mama. Handel mit Restorf, unsere Beziehung. Jetzt haben wir nichts mehr für Restorf über. Ereignis haben wir auch nicht. Das läuft noch 4 Tage. Ja. Ja, dann können wir eigentlich da oben nochmal hin. Mal gucken, wie weit wir rüberkommen, bis wir an Pitaks Grenze sind. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht zu viel Chaos hier auf uns zu. Jo. Aber ich habe jetzt eigentlich Panik gehabt, dass irgendwas ganz, ganz Schlimmes mal wieder passiert. Jemand klaut meine Krone. Lindsay poopt während der Rede. Irgend sowas. Es hat sich viel geändert, wie ich schon sagte. Durchlaucht. Aha. Durchlaucht. Durchlaucht ist jetzt der richtige Titel. Das haben die schnell gelernt. Muss mehr als ich. Eigentlich jetzt nach Restorf gehen. Vielleicht sollen wir die Jamandi Aldori ja mal besuchen. Können wir hier nochmal gucken. Schon erschöpft. Ja. Okay, der Seelenkrug, den Seelenkrug verkaufen. Es ist eine schwierige Aufgabe. Ach so, den hat er geschafft. Der Seelenkrug wurde auf dem Schwarzmarkt außerhalb unseres Landes verkauft. Wir konnten den können den nächsten Krug erst in 2 Monaten verkaufen, sonst würden wir ungewünschte Aufmerksamkeit auf sie haben. Ich verkaufe immer noch Seelen für 250. Ach du Scheiße.
Regentin. Generalin. Kämmerer. Was? Und ihr mich verarscht? Also gut, das war wohl nichts mit dem Losziehen. Wir müssen uns erstmal um unsere Regierungsgeschäfte kümmern als neuer König. So. Danke, alles zurück. Bevor der Monat vorbei ist, ist wichtig. Ich sage meine Gesinnung jetzt nach all den schrecklichen, chaotischen, neutral passt. Hat ihr einen Bonus gekriegt als König? Ja. Wir können jetzt Finger des Todes machen. Das Geschenk deiner dämonischen Gönner erhält zur Säureresistenz 5 plus 2 Rückenrettungswürfe gegen Gift und Tod. Ja. Klasse. Und jetzt hier, oder nicht? Ja. Das nächste Mal sind wir da. Gibt es Gegenschlag. Ein defensiven Zauber profitiert dadurch einen Gelegenheitsangriff. Also muss ich immer nah an die Zauberer ran. Verdochen. Und noch ein paar Level. Ja, wir bauen mal rein. Das ist die Octavia. Ich brauche euren Rat. Im Sumpf leben zwei Clans. Beides alte und große Sippen. Sie streiten sich seit Jahren über eine Wiese im Sumpf. Dieses fruchtbare Land ist dort mehr wert als Menschenleben. Die zwei Familien haben entschieden, den Besitzer durch eine alte Tradition zu bestimmen. So beginnt der Albtraum. Sie rüsten sich für ein Massaker. Ein paar Dutzend bewaffnete Leute, halbnackt, werden sich auf der Wiese bekriegen, bis eine Seite alle ihre Kämpfer verloren hat. Das ist Barbarei. Ich musste sie daher bedrohen. Ich habe ihnen gesagt, dass die Krone die Wiese beschlagnahmt, wenn jemand stirbt. Jetzt beklagen sich die Sumpfclans, dass wir ihre jahrhundertealte Tradition zerstören. Ich brauche eure Unterstützung. Ich tue doch das Richtige, oder nicht? Verbietet den Kampf, ja. Und wenn sie dann doch kämpfen, dann gehört das Land uns. Wie schon gesagt, es wird kein Duell geben. Wer schert sich um ihre blutigen Traditionen? Sie würden sich nicht nur gegenseitig töten, sie würden auch ein schlechtes Vorbild für ihre Kinder bieten. Gut. So, wir jetzt? Zanna oder ist das? Zage, ich erbitte euer Urteil in einer heiklen Angelegenheit. Die Schiffe von Flusszigeunern sind in euer Reich gekommen. Sie verkaufen billige Waren nahezu umsonst und bezahlen natürlich keine Steuern. Ja. Einkerker. Aber eure reichen Kaufleute hassen Konkurrenz. Sie versammeln Boote, um die Zigeuner zu jagen, ihre Schiffe zu versenken und sie aus euren Landen zu vertreiben. Sie werden von niedriger Gier getrieben, aber sie sind auf der richtigen Spur. Ich schlage vor, dass wir uns aus der Sache heraushalten. Die Flusszigeuner sind ein zähes, wuselndes Volk, wie Termiten. Sie erfreuen Lamashtu und wir sollten sie nur behelligen, wenn es unbedingt sein muss. Wenn die Händler entscheiden, sie anzugreifen, sollten wir der Wache befehlen, sich nicht einzumischen.
Die Wasser werden sich rot färben und die Flussleute werden ihre Verwandten aus den benachbarten Landen rufen und gemeinsam gegen sie werden sie den Kaufleuten zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Die Starken werden bleiben, um ihr Glück in unseren Landen zu suchen. Und wir profitieren auf jeden Fall, unabhängig vom Sieg. Alles gut. Ja, sag den Wachen, sie sollen sich aus dem Disput heraushalten. Die Stärkeren haben das Recht, auf dem Fluss Handel zu treiben. Was die Kaufleute und diese und den Söldnern tun, was sie wollen. Na, die Stärkeren haben das Recht auf den Handel im Fluss. Ja, lass die Stärkeren gewinnen. Wenn die Kaufleute ihre Interessen nicht selbst beschützen können, dann soll eben jemand, der klüger und fähiger ist, die Arbeit tun. Wenn dagegen die Zigeuner vertrieben werden, dann waren ihr Geist und ihr Fleisch zu schwach. So wären die wären ohnehin gestorben. In beiden Fällen aber bleibt unser Rudel stark und die Schwachen werden ausgelöscht. Bada. Amiri? Häuptling, es gibt Schwierigkeiten. Wir hatten eine gute Schlacht mit Numeria. Unsere Soldaten haben so mutig gekämpft und sind so mutig gestorben wie die Kelliden. Unser Ruhm ist groß. Wie jeder weiß, gewinnt man am Ruhm am besten, indem man jemanden besiegt, der ihn bereits hat. Okay? Ihr braucht eine größere Armee. Es gibt viele Söldner in der Stadt, die ihre Fähigkeiten verkaufen. Ich vertraue ihnen nicht. Sie kämpfen für ihren Geldbeutel, nicht für ihren General. Wenn der Feind sie besticht, erdolchen sie uns von hinten. Da müssen wir nur noch mehr hinrichten. Es ist besser, wenn ihr die Einheimischen in die Armee einzieht. Sie werden nicht erfreut sein nach allem, was geschehen ist, aber eure Untertanen müssen lernen, selbst für ihr Land einzustehen. Das stimmt. Lass uns eine Wehrpflicht einführen. Genau. Eure Untertanen sind überzeugt, dass es immer jemanden geben wird, der sie beschützt. Jemanden wie mich. Ich erkläre den ganzen feigen Narren, was passiert, wenn die Kelliden in euer Königreich gelangen und nicht von einer Armee empfangen werden. Gut. Stabilität runter. Hm. Bartholomäus. Durchlaucht. Es werden immer mehr Waren durch unsere Lande transportiert. Und unsere Unabhängigkeit vom Privol bedeutet, dass wir nun Steuern von den Kaufleuten eintreiben können, die in unser Reich kommen. Es fließt ein Vermögen durch unser Reich in andere Länder. Wir sollten uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, sondern die Schatzkammern so schnell wie möglich füllen. Und ich schlage vor, wir streiten uns nicht um die Einzelheiten, sondern besteuern einfach durch die Bank alles. Okay, oder nee. Leute, es wird keine Steuern geben. Ich ehre die Flussfreiheiten. Lass das mal versuchen. Guck mal, ob die Leute netter sind. Es gibt keine Steuern. Ich ehre die Flussfreiheiten. Bartholomäus' Augen weiten sich. Er bewegt seine Lippen, bringt jedoch zunächst keinen Ton heran. Aber warum? Ihr stehlt aus eurer eigenen Tasche, aus eurer eigenen Schatzkammer. Braucht ihr kein Gold? Warum braucht ihr dann überhaupt einen Kämmerer? Wirtschaft plus 5, Loyalität plus 5, cool. Harim. Sage, ihr werdet als großer König in die Geschichte eingehen, nicht als großer Baron. Doch selbst wenn ihr ein Kaiser wärt, wäre es weise, göttliche Unterstützung zu erbitten. 4 einflussreiche Priester sind in eurem Hof eingetroffen
um den Bau eines Tempels zu Ehren ihres jeweiligen Gottes zu erbitten. Jeder möchte, dass euer Königreich unter dem Segen seines Gottes erblüht. Wir müssen uns entscheiden zwischen Caden, Abadar, Gorum oder... und Asmodeus. Ich rate euch, Gorum in Betracht zu ziehen. Sein Weg zum Ende der Dinge ist wenigstens simpel und direkt. König der Hölle, Meister der Hexen, Prinz des Gesetzes, der mächtigste der neun Erzteufel, die Hölle bewohnen und der einzige Herrscher der Hölle, der vollständigen Gottesstatus beansprucht. Er soll den Vertrag der Schöpfung entworfen haben, in dem sich nach dem Glauben seiner Anhänger die Methode verbirgt, mit der er irgendwann die Führung an sich reißen will. Ja, den kennen wir. Aber das Gott der Städte, Gesetze, ach, weg. Kein Gott des Alkohols, der Tapferkeit, der Freiheit, ist einer der aufgestiegenen Sterbliche, die Prüfung des Sternsteins bestanden haben und dadurch Gottesstatus erlangt haben. Der Legende zufolge geschah das, während er angetrunken war, und darum nennt man ihn auch den glücklichen Trinker, betrunkene Helden oder der zufällige Gott. Erzählt mir von den Göttern. Caden wird nicht umsonst auch der zufällige Gott genannt. Er war ein Sterblicher, ein vollkommen betrunkener Sterblicher, als er zum Gott wurde. Er erinnert sich nicht, wie es geschehen ist. Unter Caden werden eure Untertanen glücklich, aber sinnlos leben. Sie werden ihre Zeit mit Festen und Gelagen verbringen. Das gibt's nicht. Aber da ist der Schutzherr der Städte und des Handels. Er wird dort, wo die Zivilisation floriert. Er ist dort, wo die Zivilisation floriert und er verabscheut Chaos und Zerstörung. Ich weiß nicht, ob seine Anhänger in diesen wilden und ungezähmten Landen überleben werden. Gorum ist ein grausamer und blutrünstiger Krieger, genau wie seine Anhänger. Er ist der Gott des Krieges. Er wird von Orks und Barbaren verehrt, hat jedoch auch unter den zivilisierten Völkern recht viele Anhänger. Asmodeus ist der Fürst der Hölle. Er ist der Erzteufel, der vom mächtigen Staat, Keliax angebetet wird. Asmodeus glaubt an Macht, an Übereinkünfte, an Ordnung und an Gehorsam der Schwachen. Er ist schlau, aber nicht hinterlistig. Ihr solltet den Vertrag sorgfältig durchlesen, wenn ihr ihn wählt. Warum schlagt ihr nicht einen Tempel zum Ehren eurer eigenen Gottheit vor? Aber warum sollte ich das? Alle Tempel werden irgendwann zerstört. Alle Priester von Grotus werden zu Staub zerfallen, genau wie die Priester aller anderen Götter. Nur wenige können sein Flüstern hören. Und wir sind zufrieden mit zerstörten Tempeln anderer Götter. Das ist sehr schön. Ja, er hat mir keinen Tipp gegeben. Ich weiß nicht, was hier passiert. Nee, er hatte gesagt, er würde Gorum nehmen. Wir werden den Dienern von Asmodeus erlauben, einen Tempel zu errichten. Ganz egal, was unsere Nachbarn davon halten. Ich bin jetzt so ein bisschen mehr Chaos, ja. Auf jeden Fall. Lust. Schnauze voll von Frieden, Freude, Eierkuchen. Jetzt habe ich die Macht. So, also. Wir werden den Diener von Asmodeus erlauben, einen Tempel zu errichten, ganz egal, was unsere Nachbarn davon halten. Eine ehrgeizige Entscheidung. Ein Handel mit Asmodeus verspricht Profite. Aber ihr müsst den Vertrag genau durchlesen. Und gibt es noch Geschenke? Ach nee, das ist der Geschichtenerzähler. Eure Durchlaucht. Die Wachen haben heute einen Barbaren-Schamanen zu mir gebracht. Er hatte sich ihnen aus eigenem Willen ergeben. Er und seine Kollegen sind von ihrem Volk geflohen und haben ihren Stamm zurückgelassen. Er sagte, sie hätten gesehen, wer hier in der Gegend der beste Häuptling ist und wollten euch nun dienen.
Diese Wendung ist ein wahrer Glücksfall. Lasst euch von ihrem Hintergrund nicht entmutigen. Ihre magischen Traditionen sind Jahrhunderte alt und wir können viel von ihnen lernen. Natürlich fürchten unsere Leute sie im Moment noch, aber ich glaube, dass wir diese Ängste mit der Zeit schlagen können. Nö. Die dürfen in meinem Land bleiben, solange sie mir treu und loyal dienen. Und wenn nicht, dann kommen sie in die Folterkammer. Ich verstehe eure Durchlaucht. Ich werde sie über ihre neuen Pflichten informieren. Oh, ja, Fall. Okay. Ich bringe amüsante Kunde von Lazio Messus, dem jungen Komponisten aus Absalom, den ich unter meine Fittiche genommen habe. Er hat mich gestern aufgesucht und mir nach einiger Zeit offenbart, dass er bis zum Hals in Schulden steckt. Seine Freunde pflegen einen ausschweifenden Lebensstil und zunächst war er einfach zu saftlos, um nicht mitzuziehen. Okay. Und nun kann er sich nicht mehr vorstellen, anders zu leben. Natürlich habe ausgerechnet ich ihm diese Lebemänner überhaupt erst vorgestellt. Okay, also der geht jetzt nur noch auf Saus und Braus. Aha. Das gibt uns eine perfekte Gelegenheit, einen entscheidenden Einfluss über ihn zu gewinnen. Wir sollten Lazio helfen. Und wenn er den König Köder geschluckt hat, erklären wir ihm, dass die Ehre es gebietet, dass er sich die Meinung seines Mäzens anhört und gewisse Verfeinerungen an seiner Oper vornimmt. Das dankbare, naive Kind wird nicht ablehnen können. Okay. Ihr seid dann meine Kuratorin, es ist eure Entscheidung. Lazio soll alles haben, was sein Herz begehrt und muss erst später dafür bezahlen. Sehr gut. Der Thal sagt, sage, worauf soll ich die Aufmerksamkeit unseres jungen Freundes lenken? Was soll er beim Schreiben in meinem Hinterkopf behalten? Pflichtgefühl? Zieler seines eigenen Glückes Schmied. Seine Arbeit soll sich mit den allerwichtigsten Fragen des Glaubens und der Frömmigkeit beschäftigen. Lazio sollte etwas über Pflichtgefühl schreiben, über Loyalität und Ehre. Gut. So, mal Lindsay. Sage, ich bringe schlechte Kunde. Offenbar war es gut, dass wir Abstand zu Razmir gehalten haben. Unsere Krieger haben einen Schmuggler verhaftet, der die Grenze überqueren wollte. Er trug eine große Menge an Razmirs Tränen bei sich. Einem magischen Rauschgift, was den Willen eines jeden Mannes brechen und ihn in einen zitternden Süchtigen verwandeln kann. Außerdem hatte er Briefe bei sich, in denen er unsere Kaufleute bedroht. Razmir hatte vor, den Handel zu leben, indem er unsere Kaufleute manipuliert, nachdem er sich zuvor von den Tränen abhängig gemacht hatte. Da sein Agent nun in unserer Haft ist, bittet Razmiran eine Entscheidung an. Nee, bietet Razmiran eine Entscheidung an. Und eine beträchtliche Entschädigung in Gold, wenn wir von einer Vergeltung absehen. Ich stimme zu, dass wir ein wenig Höflichkeit walten lassen und die Leben von Razmirs Untertanen verschonen sollten. Aber Gold allein reicht nicht. Wir sollten einen Schatz aus Razmirs persönlichem magischen Arsenal fordern, das Gerüchten zufolge voller wunderbarer Artefakte ist. Du wirst ihr für richtig halten. Perfekt. Ich kann es kaum erwarten, diese neuen Wunder aus Razmiran zu sehen. Es muss schon etwas ganz Unglaubliches sein. Nach einem solch diplomatischen Zwischenfall akzeptieren wir nicht irgendeinen Tand. Ihr werdet mir doch gestatten, das Geschenk zu studieren, nicht wahr? Jawohl. Beziehung plus 1.
der Untote. Kessen Garrett, durchlaucht unsere Grenzregionen, informieren uns, dass übrige Gruppen von Barbaren noch immer Angriffe ausführen. Dörfer niederbrennen und Bauern als Sklaven nehmen. Wir müssen dem ein Ende machen. Ja, stimme ich dir zu. Wir könnten einen Präventivschlag ausführen, ein Regiment schicken, sämtliche Ecken und Nischen durchsuchen, in denen die Barbaren sich verstecken könnten. Aber das wäre riskant und würde bedeuten, dass wir das Spiel nach ihren Regeln spielen. Sie würden sich uns niemals in einer alles entscheidenden Schlacht stellen, sondern unsere Truppen tiefer und tiefer in unbekanntes Gelände locken. Sie würden uns zwingen, unaufhörlich in kleinen Scharmützeln zu kämpfen und würden uns aufreiben, bis unsere Soldaten massenhaft desertieren. Mein Rat lautet, stärkt die Wachen in den Siedlungen entlang der Grenze und befestigt unsere Position dort. Da müssen die Barbaren zu uns kommen und wir werden sie mühelos besiegen. Ja, die Wahl liegt bei euch, so stimme ich jetzt. Wenn das so ist, erhöhe ich die Anzahl der Wachen in unseren Grenzsiedlungen. Wollen wir doch mal sehen, wie es den Wilden schmeckt, gegen echte Krieger zu kämpfen, statt gegen unbewaffnete Bauern. Sehr gut. Ist jetzt mal gut? Och Gott. Ist das Kimo? Kimos Gesicht ist ausgezehrt und hager. Er verbeugt sich vor dir. Vergebt mir, dass ich euch so lange nicht aufgesucht habe. Und bitte nehmt dieses bescheidene Präsent an. Mein letztes Geschenk an euch. Wieso? Sie hat mich zurückgewiesen und weigert sich, mich anzuhören. Meine Arbeit hat keinen Sinn mehr. Genau wie mein Leben. Ich werde euch deshalb Lebewohl sagen und dieses Land für immer verlassen. Ihr solltet keine übereilten Entscheidungen treffen, Kimo. Lass uns später darüber reden. Kimo zuckt mir in den Schultern, wie er meint. Deprimiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Krönung ist abgeschließt. Und nur noch Herzensangelegenheiten. Und das hier. Der Fluch ist in 81 Tagen. Und wir haben ganz, ganz viele Ereignisse, glaube ich. Ja. Boah, alter Falter. Geht das jetzt jeden Monat so? Das wäre ja nervig. Was? Bin ich bekloppt? Wollen wir mal gucken, was wir machen können. Können wir nicht, der ist busy. Der ist busy. Wir starten jetzt einfach so viel, wie wir können. Irgendwie müssen wir das hier abarbeiten. So. Hilfende Hand. Gibt Rapier plus 2 Bonus beim Beilegen von Situationen. Keine Einfuhrzoll. Jeden Monat verbessert sich der Unruhestand um eine Stufe. Jede Woche erhöht sich Loyalität um 1 und Wirtschaft um 5.
verbessert sich der Unruhestand um eine Stufe. Aha. Keine Einfuhrzelle. Ja. Wow. Ja, ich glaube, in der nächsten Runde machen wir mal komplett eine ganze Regierungsrunde. Da werden wir hier ein paar Tage überspringen. Ja. Um hier mal ein bisschen was zu machen. Dann werden wir 3 Tage mindestens überspringen, bis wir dieses Land da eingenommen haben. Dann müssen wir das da aufbauen. Dann müssen wir die besuchen. Hm? Und. Wir haben hier auch noch eine ganze Menge laufen. Also 4 Tage, 4 Tage, 4 Tage, 5 Tage, 7 Tage. 7 Tage, 14 Tage. 4 Tage. Das meiste sind 3-4 Tage rum. Also nächste Runde ist komplett Regierungsrunde, glaube ich. Ein paar von diesen Karten abarbeiten. Als König hin. More strength fades. Oh, was geht jetzt? Die haben wir doch gerade. Verbeugt sich verlegen, während ein breites Lächeln über seine Lippen tanzt. Es ist vollbracht, ich habe etwas für euch. Schon wieder Kimo. Danke, ihr könnt eure Arbeit fortsetzen. Gern geschehen. Huh? Was haben wir denn gekriegt? Was habe ich denn gekriegt? Das? Ultraschallpfeil. Na gut. Krieg mal alle sie hier. Blitzpfeile, Ultraschall. Aha. Hier war noch was. Mysteriöser Brief. Ja. Die haben wir schon gelesen, oder? So. Ja, müssen diese Pfeile gewesen sein. Gut, dann wollen wir einmal rasten. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.